Hallo Freunde und willkommen bei Goldilos Hobbyzone. Heute stelle ich euch vor den Bausatz Renault Estafette von Firma Hella. Den Hersteller Hella kenne ich bisher eigentlich nicht, also ich kenne, dass der existiert, aber ich habe die noch keine Modelle von dem gehabt. Und als ich den Minibus hier in dem Ausverkauf gesehen habe, dachte ich, okay, kannst hier mal eins kaufen und gucken, was der mal so kann. Wie auch in vorherigen Videos gebe ich euch zuerst ein paar Informationen über das Fahrzeug, ein paar Eckdaten, was für Modelle es gibt und so weiter. Und später gehen wir dann zu dem eigentlichen Review über. Also hier sind ein paar Daten zu dem Original. Es handelt sich um ein Renault Estafette, was auf Deutsch so viel wie ein Kurier bedeutet. Die Estafette wurde erstmal 1995 von Renault vorgestellt und blieb bis 1980 in der Produktion. Sie wurde ursprünglich von Renault hergestellt und zwischen 1975 und 1978 auch von Dacia in Rumänien unter Lizenz produziert. Insgesamt wurden in den 21 Jahren 533.209 Fahrzeuge produziert. Die Renault Estafette war das erste Nutzfahrzeug von Renault mit einem Frontantrieb. Ähnliche Fahrzeuge der Konkurrenz zu dem Zeitpunkt waren die Citroën Type H, DKW Schnelllaster, Ford Transit oder Volkswagen Transporter T1 und T2. Die Renault Estafette wurde in drei Generationen produziert. Die erste Generation von Renault Estafette umfasste zwei Modelle, den R2130 und den R2131. Der Hauptunterschied lag in der Nutzlast. Der R2030 hatte eine Kapazität von 600 kg, während der R2131 auf 500 kg beschränkt war. Das wurde gemacht, um den gesetzlichen Anforderungen für die blaue Zone zu entsprechen. Beide Modelle waren mit einem Dreigangmotor ausgestattet, der 32 PS leistete und eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km die Stunde erreichte. Die Produktion dauerte von Mai 1959 bis Mai 1962 mit insgesamt 58.201 gefertigten Fahrzeugen. In der zweiten Generation gab es insgesamt vier Modelle, R2132, 33, 34 und 35. Der Hauptunterschied lag auch wie bei deren Vorgänger an der Nutzlast der Fahrzeuge. Bei dem Modell R2132 wurde der Nutzlast von dem Fahrzeug auf 800 kg erhöht, bei dem Modell 2133 wurde die Nutzlast wieder auf 500 kg begrenzt, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Bei dem Modell 2134 wurde die Nutzlast auf 1000 kg erhöht und anstatt einer Schiebetür wurde eine normale Tür eingebaut. Und das Modell 2135 hatte auch eine Nutzlast von 1000 kg und hatte ein um 38 cm verlängertes Radstand. Alle Modelle dieser Generation erhielten einen stärkeren 5-Gang-Motor mit 45 PS, was eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km die Stunde ermöglichte. Zwischen Mai 1962 und Herbst 1968 wurden insgesamt 19.587 Fahrzeuge produziert. In der dritten Generation gab es nur zwei Modelle des Renault Estafette, das Modell R2136 und 37. Das Modell R2136 hatte eine Nutzlast von 800 kg, das Modell R2137 hatte eine Nutzlast von 1000 kg und war erhältlich in einer normalen Länge oder mit um 38 cm verlängertem Radstand. Beide Modelle wurden mit einem neuen 43 PS starken Motor ausgestattet, welches auch einen verbesserten Drehmoment hatte. Insgesamt wurden von April 1968 bis Juni 1980 rund 333.439 Fahrzeuge produziert. Zusätzlich erhielten die Fahrzeuge der dritten Generation ein neues Armaturenbrett mit einem neuen Lenkrad, eine verstärkte Stoßstange mit integrierten Fußstützen und etwas später auch ein neuer Kühlergrill. Im November 1968 wurde ein Prototyp von dem Renault Estafette entwickelt, auf dem verschiedene Dieselmotoren getestet wurden. Das Projekt wurde jedoch später eingestellt und der Prototyp selbst wurde verschrottet. Die Renault Estafette wurde in verschiedenen Versionen angeboten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Dazu gehörten unter anderem Kastenwagen, Minibus, Breezy oder Camper. Die Vielfalt der Versionen machte die Estafette zu einem äußerst vielseitigen Nutzfahrzeug. Ähnlich wie seine Konkurrenten der Volkswagen T1 und T2 erreichte die Renault Estafette einen Kultstatus und hat auch heute noch viele treue Anhänger. Ich hoffe, die Informationen waren zumindest interessant für euch und jetzt gehen wir zu dem Review über. Wir haben hier einen Bausatz von einem Renault Estafette von Firma Hella, was unter der Nummer 80743L
erhältlich ist. Der Bausatz ist in dem Maßstab 1 zu 24, hat 157 Teile. Die Größen von dem fertigen Fahrzeug sind 160 zu 74 mm. Da habe ich ein paar Fragen dazu, die werde ich dann später äußern. Wir haben zwei Bemalungsvorschläge und es sind zwei Fahrzeuge baubar, einmal von der zweiten Generation aus dem Jahr 1964 und einmal aus der dritten Generation aus dem Jahr 1973. Wir haben hier einen Karton, der von oben geöffnet wird und hat so eine Konstruktion wie ein Koffer. So, das Karton ist in gelbe Farbe gehalten, also wie alle heller Bausätze. Gucken wir uns die Seiten mal an. Da steht dabei, dass das irgendwie ein europäisches Produkt ist. Es steht in 6 Sprachen die Kurzinformationen dazu, wie Alter und die ganzen Informationen dazu. Also, dann haben wir an den Seiten hier einfach nur ein Boxart und einfach Kurzinformationen. So, hier ist jetzt irgendwie so komisch, müssen wir einmal umdrehen. Dann haben wir hier die zwei Bemalungsvorschläge. Einmal als so eine Bäckerei-Fahrzeug und einmal aus dem 1973 einfach als ein blaues Fahrzeug, also jetzt so eine bestimmte Merkmale. Hier haben wir ein paar Informationen zu dem Bausatz, dass es in zwei Varianten baubar ist, 1964 oder 1973. Türen können offen oder geschlossen dargestellt werden, Heckklappe auch offen oder geschlossen darstellbar und es hat eine Motornachbildung. Auf der Seite müssen wir das wieder drehen und da haben wir wieder so eine Boxart. Was ich bisher selten gesehen habe, dass auch der Boden bedruckt wird. Hier haben wir auch ein paar Informationen in 6 Sprachen. Also einmal hier so kurz Info zu dem Fahrzeug, auch so Informationen, was es macht, Übersicht über die Nickels, die mitgeliefert werden und auch, dass man die Bauanleitung herunterladen kann. Hier unten haben wir die in vollen Farben angegeben werden, die Farben von Heller und von Revell. Es sind insgesamt 16 Farben angegeben. Wir sehen auch hier, dass das von Renault lizenziertes Fahrzeug ist und das Bausatz aus dem Jahr 2021. Dann gucken wir mal, was alles in dem Bausatz drin ist. Also, Bausatz öffnet sich so wie ein kleiner Koffer. Wir haben hier so einmal die Bauanleitung, die wir gleich einmal durchgehen werden. Die Deckels liegen auch drin. Wir haben hier so ein kleines Heftchen mit Werbung dabei und auch so ein Türaufhänger, ob man dann hier irgendwie so reingehen dürfte oder nicht. So, Rest sehen wir hier, ist ein mit Papier belegtes oder getrenntes Spritzlinge. Das kommt davon, dass Heller das Ganze irgendwie so gut wie möglich umweltfreundlich machen möchte, aber wie ich hier sehe, da gibt es dann doch wieder ein paar Tüten dabei. Gucken wir uns die Bauanleitung mal an. Die Bauanleitung haben wir so ein Heftformat, wir haben das alles in Farbe schon dargestellt, also so wie es aktuell schon gehört, was man erwartet und nicht in schwarz-weiß. So, zuerst haben wir wieder die Informationen in 6 Sprachen, da kann ich jetzt Heller an der Stelle loben. Viele Hersteller machen sich nicht mehr die Mühe, irgendwie eine Beschreibung in mehreren Sprachen darzulegen, einfach auf Englisch und das war's. Wir haben hier 6 Varianten, wie gesagt 6 Sprachen, wo wir eine Kurzinformation über das Fahrzeug haben. Dann haben wir nochmal die Übersicht über die Farben, die benutzt werden, wie die dann gemischt werden sollen. Dann haben wir noch ein paar Informationen zu der Nummer, was da angegeben wird. Und dann fängt man schon mal mit Bau an. Insgesamt gibt es 68 Bauschritte, wobei 2 Schritte davon als Lackierung dargestellt werden. So, wie gesagt, wir können 2 Varianten von dem Fahrzeug bauen. Einmal als Fahrzeug aus der zweiten Generation aus dem Jahr 1964 oder als Fahrzeug der dritten Generation aus dem Jahr 1973. Hier haben wir so ein Bäckereifahrzeug und hier ist einfach nur so ein blaues Fahrzeug.
Wie wir sehen, angefangen wird direkt hier mit dem Motor. Das Ganze ist sehr übersichtlich dargestellt, also sehr detailliert, also ist nicht zu überladen, finde ich. Wir sehen hier, dass die Teile geklebt werden sollen und welche Farben dann benutzt werden sollen, um die Teile zu lackieren. Insgesamt, wie gesagt, gibt es 68 Schritte. Ich werde jetzt nicht einzeln durchgehen, aber wir können sehen, wie das Ganze aufgebaut wird. Wie gesagt, Motor, Chassis, Rahmen, und dann kommt das Ganze mit nach dem gleichen Schema. Und dann kommt das zweite. Erstmal gibt es keine Änderungen hier, also für beide Fahrzeuge ist alles gleich. Wie man sehen kann, das geht eigentlich alles ohne große Überladung. Also die einzelnen Schritte sind klar und deutlich dargestellt und auch die Farben klar markiert. Hier haben wir Reifen, dann wird das ganze Fahrwerk zusammengebaut, kommt der Unterboden von dem Fahrzeug drauf und dann kommen wir hier zu den Fenstern. Bei dem Fenster gibt es so eine interessante Lösung, die ich bisher auch noch nicht so in der Form kannte. Wenn man hier das Kleingedruckte liest, ich versuche das mal zu halten, es gibt Masken für die Fensterdichtungen. So, die zeige ich euch gleich. Wie gesagt, in der Form kannte ich das bisher noch nicht. Ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber gut. Die Masken werden mitgeliefert, man muss die dann nur nutzen. Wie gesagt, wir haben hier die Fenster, also das ist jetzt Klappfenster hinten. Dafür gibt es zwei Masken, damit wir auch die Dichtungsgummis in Schwarz bemalen können. So, und ab Schritt 39 müssen wir schon eine Entscheidung treffen, welches Fahrzeug wir bauen. Also normalerweise trifft man ja die Entscheidung vorher, aber wir können hier sehen, bei einem Fahrzeug aus dem Jahr 1964 kommt hier eine andere Platte rein, also so eine Zierleiste. Und auch hier sehen wir, dass wir die unterschiedlichen Armaturenbretter und die Lenkräder haben. Und das Ganze geht dann so weiter. Also, wie gesagt, hier haben wir die unterschiedlichen Varianten. Hier auch, also bei dem alten Fahrzeug gab es hinten irgendwie eine Löschte weniger. Und das Ganze bauen wir so weiter wie gehabt. Also erstmal, wie gesagt, alles sehr klar und deutlich dargestellt. Dann kommen wir zu einem Ersatzrad. Es kommt hier ein Ersatzrad. Das Fahrzeug hat kein gesamtes Gehäuse, sondern wird aus mehreren Teilen zusammengestellt. Das gleiche haben wir hier, da wir jetzt keine Schiebetüren haben, je nachdem wie wir es brauchen, geöffnet oder geschlossen, muss man bestimmtes Teil hier wegschneiden. Also man hat hier beide Varianten von der Scharnier und dann muss halt den einen auswählen, den man braucht. Und hier kann man dann sehen, wie man die Türen dann einbauen möchte, geöffnet oder geschlossen. Dann geht mit dem Bau so weiter. Wir kommen ja noch die Hintertüren rein und dann auch die Unterschiede von den Fahrzeugen, also ob wir hier so ein altes Kühlergrill nehmen oder ein neues, ob wir eine verstärkte Stoßstange haben oder nicht. Das kommt dann alles zusammen und irgendwann kommen wir dann zum Lackieren. Dann sehen wir hier die zwei Varianten von allen vier Seiten. Ich finde die Farben für die Bäckerei-Variante sehr ansprechend, zumindest auf dem Boxer sieht das ganz interessant aus. Ein rein blaues Fahrzeug kann man machen, muss man aber jetzt nicht unbedingt. Hier oben sehen wir auch die Farben, die für die Fahrzeuge benötigt werden. Wir sehen hier für den blauen Fahrzeug werden etwas mehr Farben benötigt als für den Bäckerei-Fahrzeug. So, und jetzt kommen wir zu den Masken, die ich bisher nicht so kannte. Die Masken sind hier in Papierform. Ich mache das einmal näher. So, und die muss man ausschneiden und dann auf die Fensterscheiben kleben.
Warum das so gemacht worden ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Also normal wäre das Ganze irgendwie auf so einem selbstklebenden Papier, dass man das einfach abziehen kann und dann auf die Fenster kleben. Aber hier ist so ein ungewöhnliches Weg ausgewählt worden, wo man auch dann die Anleitung kaputt macht. Kommen wir zu den Dickels. Wir haben zwei Dickelbogen, also ein großes und ein kleines. Fange ich erstmal mit dem kleinen an. Wir haben hier eigentlich nur ein Dickel, das ist hier die Geschwindigkeitsanzeige von dem neuen Armaturenbrett, also von dem neuen Fahrzeug. Und den Rest haben wir auf dem anderen Bogen. Die Dickel sind vermutlich von Heller gedruckt. Sehen jetzt erstmal interessant aus, aber ich vermute, das ist einfach nur, weil dieser Papier-Trennblatt noch irgendwie draufgeklebt war und dass halt diese Spuren dann weggehen. Also bei den Dickel sehen wir ganz große Probleme, würde ich erstmal sagen. Wir haben eine riesengroße Trägerfilm, was dabei ist, also das kann man hier sehen. Also dann, das musste man auf jeden Fall irgendwie beseitigen, um das schon zu bekommen. Also das ist jetzt also richtig, ich glaube so 1 mm bis 2 mm drumherum, also ist schon viel. Also auch hier können wir sehen, dass da ein großes Trägerfilm um die Bilder ist, also auch hier bei den Kreisen und so, das es geht besser. Ich sag mal so, es geht besser. Wie gesagt, das hier mit den Resten, ich vermute, das wird dann mit dem beim Weichmachen wird das weggehen. Wir haben hier auch die Dickels für die Bäckerei-Variante. Wir haben zwei unterschiedliche Nummern davon. Ja, mehr kann ich da eigentlich jetzt nicht dazu sagen. Wird sich zeigen, wie man das Ganze verwenden lässt. Leider gab es in der Anleitung keine Übersicht über die Sprisslingen, die mitgeliefert werden. Deswegen gucken wir das einfach mal hier direkt live an. Wie gesagt, das Ganze geht in Richtung umweltfreundlich und wir wollen umweltfreundlich sein, deswegen ist das Ganze in ein Papier verpackt, was an sich nicht schlecht ist, also ich finde das eigentlich ganz gut. Wenn man unnötig Plastik sparen kann, warum nicht? Also, mach ich das mal auf. Wir haben hier einmal Spritzling C, den lege ich erstmal zur Seite, die gucken wir uns gleich alle mal an. Dann haben wir hier die Gummiräder, die dabei sind, 4 Stück. Dann haben wir hier die Teile für die Räder, nehme ich mal an, Teil H. Hier haben wir noch 2 Spritzlinge, die dabei sind, also ein Spritzling ohne Buchstaben und Spritzling K. Spritzling B, Entschuldigung, habe ich gefunden. So, dann haben wir hier noch ein Rad. Wir haben einen Spritzling A dabei, den gucken wir uns an. Und dann haben wir hier so ein Riesenteil mit Glasischteilen, die ihn dann in eine Folie eingepackt sind. Vielleicht damit das nicht so krass wird. Leider ist mir gerade an der Stelle die Kamera ausgegangen, weil die nicht an Strom war und Batterie leer war. Und hier haben wir noch einen Spritzling dabei, Spritzling D, die wir uns dann gleich angucken werden. Fangen wir mit dem Spritzling A. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Unterboden von dem Fahrzeug, eine Frontabdeckung. Wir haben hier Sitze, wir haben hier, denke ich mal, irgendwie so Motorteil. Wir haben Kühler hier in 2 Varianten, die Motorteile nehme ich mal an. Gucken wir uns das Ganze mal näher an. Ich mache das mal einfach näher.
Also die Teile sehen erstmal sehr sauber gegossen aus, also sehr gut aus. Also wir haben hier die beiden unterschiedlichen Blenden, wie ich schon sagte. Also einmal die von dem neuen Fahrzeug und einmal die von dem etwas älteren. Hier sind diese Kühlergrille, die ich meinte. Also das ist einer nur aus zwei Teilen. Okay. Also an den Frontteilen sieht das eigentlich ganz gut aus. Also ich sehe jetzt keine Fischhaut, nichts. Das sind die Sitze. So, was ich beim Sitzen sehe, ich weiß jetzt nicht, ob das so geplant ist, vermutlich schon. Da sind so zwei kleine Vertiefungen. Da die aber auf beiden Sitzen an gleicher Stelle sind, vermute ich, dass das so gewollt ist, dass das so ein bisschen etwas Struktur ist. Ja, sonst sieht das Ganze, wie gesagt, hier eigentlich sehr gut aus, macht einen guten Eindruck. Hier sind Teile für irgendwas, also hier so ein kleines Teilchen, das ist kein Problem. Der Unterboden gefällt mir auch sehr gut, sehr sauber, gibt es keine Auswerfermarken, wie wir das von dem T1 Fahrzeug von Revell kennen. So. Und dann auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also hier haben wir dann auch ein paar Auswerfermarken, die aber nicht sichtbar sind. Das sehe ich jetzt nicht als Problem. Bei dem Unterboden haben wir das Gleiche. Es gibt ein paar Auswerfermarken da, sind aber jetzt nicht sehr tief und sichtbar. Also eventuell sind die dann mit kurzem Anschleifen weg, wenn man das möchte. Unterboden sieht ja sowieso keiner. So, dann haben wir hier die ganzen Sitze vor sich bei den Leisten hier. Das ist vermutlich irgendwie so ein Teil davon, das auf beiden ist. Ist eventuell für Spiegelhalterung oder sowas. Also nicht abreißen. So sieht es aus. Also in meinen Augen sieht das erstmal ganz gut aus. Also ich sehe jetzt keine Probleme, die jetzt hier an dem Spritzlid sein sollten. Wir können hier sehen, wieder ein paar Auswerfermarken, die etwas größer sind. Aber wie gesagt, wenn das auf der Rückseite ist, dann ist das hier egal. Kommen wir zu Spritzling B. Hier haben wir zwei Sätze von Sitzen. Also wenn wir eine Variante bauen mit mehreren Sitzen hinten, sind auch mit so... Ja, ist ein bisschen gewölbt, damit man jetzt nicht so flach ist, also finde ich eigentlich ganz cool. Gelöst, wir haben hier dann Teile von dem Fahrwerk. Das Ganze ist wie gesagt sehr sauber gegossen, keine Probleme. Wir sehen hier die Abdeckung für den Kühlergrill in der alten Variante. Leider ist das als ein ganzes Teil, also als ein Netz, wäre das natürlich viel schöner zu sehen. Sonst haben wir hier ja noch weitere Teile. Wir haben hier das Lenkrad, Armaturenbrett von dem alten Fahrzeug, nehme ich mal an, oder? Ja, vermutlich von dem alten Fahrzeug. Und eine Stoßstange. Das Ganze kann ich nochmal näher zeigen. Hier kann man ja ein bisschen sehen, dass das ein bisschen mit gewölbt ist. Auch hier die ganzen Teile. Sieht ganz gut aus. Spritzling C. Ja, wie wir hier eventuell sehen können, sind die Spritzlinge so ein bisschen gewölbt. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf die Teile selbst aus, sondern tatsächlich nur auf die Spritzlinge selbst, also dass die halt irgendwie so gemacht sind. Aber wie man sehen kann, das ist so ein bisschen ungerade. Beim Spritzling C haben wir zwei Seiten von dem Fahrzeug, also eine Schiebetür,
die hier an der Seite kommt, also Seitentür. Wir haben hier das neue Kühlergrill, Lenkrad von dem neuen Fahrzeug, die Stoßstange dabei. Wir haben hier das neue Armaturenbrett, wenn man das so sieht. Das nochmal näher, das Ganze. Und genau hier haben wir das neue Armaturenbrett. Hier ist neues Kühlergrill, das kann man hier auch schon sehen mit den ganzen Öffnungen hier. Das wird dann auch sehr gut aussehen. Ja, weitere Teile, Lenkrad, das sind hier Spiegel, die dabei sind. Ein Renault-Zeichen haben wir da. So, hier ist noch ein Teil von der Stoßstange. Die Seiten, die wir haben. Das muss so sein, nehme ich mal an. Das sind die Sperrstellen, damit die Tür nicht einfällt. Begrenzer, Entschuldigung. So, die Seitentür, die wir dann hier nutzen können. Und hier auch den Naht, der eventuell auf dem Fahrzeug vorhanden war, also der die Seiten von dem Hinterteil trennte. Sieht ganz stimmig aus, würde ich sagen. Spitzling D, hier haben wir viele kleinere Teile. Wir haben hier den ganzen Fahrzeugrahmen, was unter dem Fahrzeug kommt. Wir haben hier Motor. Wir haben hier die einzelnen Räder, also die Felgen davon. Teile von dem Fahrwerk nehme ich mal an. Und das können wir uns das Ganze mal näher angucken. So, hier ist das Motor oder der Motor. Sieht sehr detailliert aus. Also ich würde sagen, dass da kann man was machen. Das sind die weiteren Teile, die dabei sind. Wie gesagt, Teile vom Fahrwerk. Hier auch noch ein Teil von dem Motor mit dem Riemen, was dabei sind. Das sind hier die Federn. Auch noch Teile vom Motor. Hier ist noch irgendwas. Das ist kein Flash, das muss so sein. Scheibenwischer. Die sehen jetzt auch nicht verkehrt aus, würde ich sagen. So, die Felgen, die gibt es insgesamt 5 Stück. Mit 3 mit, also 4 Stück mit Schrauben. Also die verschraubt werden, einmal ohne für Ersatzrad. So, dann sind die Abdeckungen für die Felgen für die Rückseite, wo die ganzen Rollkappen reinkommen, damit die Räder dann beweglich sind. Und hier haben wir auch noch die restlichen Teile, die eigentlich auch wie bei dem ganzen Bausatz gut aussehen. Auf der Rückseite von Felgen haben wir auch. Wo bin ich hier? So, wir haben hier ein paar Auswerfermarken, aber wie gesagt, das wird nicht sichtbar sein. Deswegen kann man das eigentlich ignorieren. Beim Spritzling K haben wir das Dach von dem Fahrzeug. Das können wir auch sehen. Ist ja detailliert dargestellt mit einzelnen Rillen, die dabei waren, mit auch mit ganzen Abflüssen. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Sind auch die Stellen angedeutet, die eventuell bei einem Wohnwagen oder in Busvariante dann mit verglasten Fenster waren. Ja, und noch irgendein Teil, die ich jetzt nicht zuordnen kann, ist vermutlich vom Fahrwerk oder so, das wir nutzen können. Auch von innen sieht das jetzt nicht extrem schlecht aus. Wir haben hier ein paar Auswerfermarken, die man, ja, ich denke mal leicht mit einer Spachtelmasse dann bedecken könnte. Ja, beim Spritzling H haben wir 4 Polykappen, die wir bei dem Fahrzeug dann nutzen, um die Räder beweglich zu haben. Und dann kommen wir zu den Rädern. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, wie kann man sowas machen?
Dann habe ich mir die nochmal angeguckt und die sind eigentlich gar nicht so schlecht, wie die erstmal aussehen. Das sieht zwar erstmal so aus. Dann ist mir aber aufgefallen, dass man die Mitte von dem Reifen hier ja alles wegschneidet. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht werkseitig gemacht wurde, aber wenn man das Ganze wegschneidet, vorsichtig, hier, dann hat man einen Gummirad, der ist zwar jetzt nicht perfekt ist, aber wir haben keine Naht in der Mitte. Wir haben eine klare Struktur. Ja doch, wohl hier in der Mitte gibt es hier eine Naht. So ein leicht, aber den sieht man jetzt nicht unbedingt. Und wir haben eine gute Struktur hier. Wir haben zwar keine Beschriftungen auf den Reifen, aber ich denke, das könnte man ja jetzt noch so gelten lassen. Ich weiß nicht, ob man auch eine Alternative im 3D-Druckbereich findet. Als Zurüstale vermutlich gar nicht. Habe ich aber jetzt tatsächlich nicht geguckt. Aber wie gesagt, wenn man sich die Reifen erstmal anguckt, denkt man, mein Gott, was ist da passiert? Hat da jemand dran gekaut? Aber sieht am Ende dann doch nicht so schlecht aus, wie es zuerst aussieht. Jetzt kommen wir zu einem riesigen Gießast von Glasichtstahl. Ich habe zuerst gedacht, was soll das? Wofür braucht man so viele Glasichtteile? Das kann ich euch sagen. Und zwar, wir haben hier eine komplette Seite aus Glasichtteilen. Ich vermute, das ist für die Varianten, wo die Fenster vorhanden sein sollen, also sprich für den Bus. Deswegen hat mich auch gerade irritiert, dass die Teile, also die Sitze da waren, die Sitzbänke, die sind ja eigentlich bei so einem Nutzfahrzeug nicht dabei. Also soll ja nur Ladefläche sein, aber eventuell ist das in dem Blauen der Fall. So. Dann habe ich hier so geguckt, habe ich nochmal geguckt, ob die irgendwie so eingestellt werden. Man kann sehen, dass die Flächen, die dann lackiert werden sollen, etwas matt sind und die Glasisteile, also quasi die Fenster, sind dann klar. Also das heißt, die zwei Teile werden wir nicht brauchen. Und dieses Teil auch nicht, weil wir haben eine andere Tür dabei, aber also es wäre als Variante möglich zu bauen. Also, und dann haben wir hier die Windschutzscheibe, also die Frontscheibe, die beiden Türen, die auch in der interessanten Form dargestellt sind, dass die komplett da sind. Ich vermute, das ist dann die Innenabdeckung. Obwohl, wenn ich das so sehe, hat hier die beiden. Näher. Wir haben hier die beiden Scharniere da, also für geöffnete oder geschlossene Variante. Das heißt, wir haben die Tür in der Form. Ganz interessant, kenne ich so nicht. Die Teile, die klar sein sollen, sind eigentlich. Okay, kann man nicht meckern, also sind jetzt. Wenn Schlieren da sind, also kann man hier an der Ecke ein bisschen sehen. Aber das ist okay, das ist halt wie gesagt eine Rundung da, sonst sieht das eigentlich ganz gut aus. Auch bei der Frontscheibe sieht das sehr sauber aus. Und sonst sehen wir hier noch die Scheinwerfer vorne. Hier ist noch Leuchte für den Polizeifahrzeug, nehme ich mal an. Ja, sieht interessant aus. Also man könnte hier noch mehrere Fahrzeuge ausbauen, wenn die Teile ausreichen. Kommen wir zu der Zusammenfassung. Zuerst sage ich das mit dem Maßstab, was mich irgendwie irritiert hat. Und zwar, es geht ja um die zwei Modelle, die wir hier haben. Also aus dem Jahr 64 und 37. 73. Es gab ja die Variante, mit dem verlängerten Radstand. Und ich wollte dann herausfinden, welche Variante wir bauen können. Also wir bauen die Variante mit dem normalen Radstand, also nicht verlängerte.
Das Problem, was ich dabei sehe, bei dem Maßstab, also hier angegebenen 160 mm, also das sind 16 cm. Und wenn wir die Fahrzeuglänge uns angucken, warten, das war glaube ich auch hier angegeben irgendwo. Genau, die Gesamtlänge ist mit 4,1 Meter angegeben. Wenn ich die 4,1 Meter durch 24 teile, komme ich nicht auf 16 cm. Mir fällt hier so ein circa Zentimeter an dem Fahrzeug in der Länge. In der Breite passt das. Also 74 mm passt das. Aber in der Länge fällt mir ein Zentimeter. Also ich habe dann geguckt, wir wären dann jetzt in der Länge beim Maßstab 25,5 so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Also man muss eventuell den fertigen Fahrzeug abmessen, ob da eventuell die Stoßstangen nicht mitgezählt waren oder ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist das sehr interessant. So, was kann ich zu dem Bausatz sagen? Also in meinen Augen sieht das erstmal vielversprechend aus. Also die Teile sind sauber gedruckt, man kann, also gegossen. Man kann jetzt keine Probleme feststellen. Wie gesagt, die Sprisslinge sind etwas gebogen. Ich weiß jetzt nicht, warum das der Fall hier ist. Ob das irgendwie bei der Produktion ein Fehler war oder ob das ja so gewollt ist, denke ich mal nicht. Ich hoffe, dass die Bauteile selbst davon jetzt keinen Schaden tragen und man die dann ganz normal verbauen könnte. Bei den Reifen, wie gesagt, musste man sich angucken, ob man die so macht oder ob man eventuell doch irgendwas im 3D-Bereich findet. Aber sind erstmal jetzt nicht so schlecht, wie man die zuerst sieht und denkt, okay, wir haben hier noch ein Produkt von einem Konkurrenten. Ja, mehr kann man hier eigentlich nicht sagen. Also mehr kann ich sagen, wenn ich den mal gebaut habe, dann kann man sagen, wie man das bauen kann. An sich sieht das, wie gesagt, vielversprechend aus. Ich würde es mal bauen irgendwann und testen. Falls ihr den schon gebaut habt, teilt eure Erfahrungen mit. Mal sehen, was rauskommt. Wie gesagt, ist ja sehr schade, dass dieses Kühlergrill also in dem hier nicht als Netz ist, sondern als ein ganzes Teil ist. Aber gut, da kann man jetzt nichts machen. Und ich glaube jetzt nicht, dass für das Modell irgendwie was auf dem Aftermarket verfügbar ist. So. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder über ein Abo freuen. Mehr Informationen zu dem Bausatz findet ihr bei mir in der Beschreibung und auch viele weitere Informationen. Vielen Dank und bis nächstes Mal.